Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juni 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ab Mitte Juni verwöhnt euch Liebesgöttin Venus mit ihrer charmanten Energie. Löwen der ersten Dekade spüren, dass Veränderungen und Neuigkeiten anstehen und die Chancen, einer neuen Liebe zu begegnen, sind groß. Für alle Löwen verspricht besonders die zweite Monatshälfte viele Gelegenheiten für Partys und Geselligkeit. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, könnt ihr jederzeit gerne eine Beratung bei mir buchen. Ihr findet mich über meine Homepage oder über mein Telefon und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Für euch wird auch die Verlosung ganz spannend. Diesmal gibt es eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Ihr werdet sehr stark von der neuen Konstellation mit Veränderungsplanet Uranus im Stier beeinflusst, der für die kommenden 7 Jahre einen Spannungsaspekt zur Löwesonne bilden wird. Dazu gibt es auch mein neues Special über Uranus, Wind des Wandels. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Darin findet ihr auch wieder ein Geschenk, eine Sonderaktion mit einer Beratung oder ihr gewinnt diese Beratung mit etwas Glück jetzt hier in der Verlosung. Und wie ihr daran teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt schauen wir uns eure Tendenzen für den Juni an. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop und es gibt es als Video und auch als Buch zum Nachlesen. Der Juni beginnt besonders schön für alle festliierten Löwen, die sich gut mit ihrem Schatz verstehen. Wir haben am ersten Wochenende des Monats ein schönes Harmoniedreieck mit Venus, Jupiter und Neptun in den Sternen und das sorgt bei euch für innige Momente mit lieben Menschen, denen ihr vertraut. Vielleicht ist euch auch nach Rückzug in die Stille zumute und dann werdet ihr erleben, dass eure Lieben dafür Verständnis haben und fühlt euch geborgen. Herausforderungen warten bei euch eher im beruflichen Bereich. Da müsst ihr besonders zwischen dem 4. und dem 7. Juni darauf achten, dass nicht hinter eurem Rücken etwas geplant oder beschlossen wird und man euch davon nicht in Kenntnis setzt. Entspannung und Spaß versprechen eure Freundschaften. Wahrscheinlich kennt ihr viele Zwillingegeborene, die jetzt Geburtstag haben und euch einladen. Dann solltet ihr auf jeden Fall hingehen und euch amüsieren. Am 13. Juni ist Neumond im Zeichen Zwillinge und gleichzeitig wechselt die Venus dann in euer Zeichen Löwe und der Merkur geht in den Krebs. Dann ändert sich die Energie spürbar und ihr bekommt Lust zu flirten und etwas für eure Schönheit und Ausstrahlung zu tun. Der Neumond in den Zwillingen eignet sich gut, um über eure Freundschaften nachzudenken und vielleicht ein Fest im Freundeskreis zu planen. Da könnt ihr ja schon mal überlegen, was ihr an eurem eigenen Geburtstag machen wollt. Löwe-Singles haben für den Rest des Monats sehr starke Flirtsterne, besonders die Geborenen der ersten Dekade. Der Mondknoten steht ja dort in eurem eigenen Zeichen und macht euch zum begehrten Partner und Seelenpartner. Es liegt auch eine starke erotische Spannung in der Luft, denn die beiden Liebesplaneten Venus und Mars verbinden sich jetzt mit dem Mondknoten und das Ganze bei euch auf der Beziehungsachse. Hier, das sieht so aus, ne? Venus, Mars. Und der Mars im Partnerhaus, der zeigt knackige Verehrer an, die euch mit ihrer witzigen Art um den Finger wickeln. Übrigens könnt ihr diese interessanten Aspekte auch dann empfangen, wenn ihr andere Planeten in der ersten Dekade Löwe stehen habt. Das müsste man dann mal in einer persönlichen Beratung klären. Der 15. und 16. sind zwei super schöne Partytage. Da solltet ihr auf jeden Fall ausgehen und wahrscheinlich habt ihr sowieso schon eine Einladung von einem befreundeten Zwillingegeborenen im Postfach. Gerade an diesem Wochenende kann es für euch eine große Liebesüberraschung geben. Solltet ihr euch Hals über Kopf verlieben, gebt der Sache aber noch ein bisschen Zeit, denn sie kann sich auch erstmal als Strohfeuer erweisen. Vielleicht konzentriert ihr euch erstmal auf den Spaß und den Flirt und darauf, wie angenehm das für euer Selbstwertgefühl ist, wenn man umworben wird. Und nehmt die Sache nicht gleich zu ernst. Die erotische Spannung spitzt sich weiter zu und findet dann ihren Höhepunkt am 21. Juni, genau zur Sommersonnenwende.
Und dieser Tag läutet dann einen super heißen Liebessommer ein, gerade für euch Löwegeborene, denn ihr steht gewissermaßen im Kreuzfeuer der erotischen und aufregenden kosmischen Energien. Die Venus befindet sich dann in einer engen Verbindung hier zum Mondknoten und beides in eurem Zeichen. Das ist ein bisschen so, als hättet ihr das Wort Seelenpartner auf der Stirn stehen. Viele Verehrer fühlen sich von euch angezogen, aber ob dann draus wirklich etwas Ernstes wird, wisst ihr wahrscheinlich erst im Herbst, wenn sich die kosmische Aufregung wieder etwas legt. Ich habe euch das schon ausführlich im Jahreshoroskop beschrieben, da könnt ihr auch jederzeit nochmal im Video nachschauen oder euch das in meinem Buch nochmal durchlesen. Am 21. Juni mittags um 12:07 Uhr geht die Sonne dann ins Zeichen Krebs und aktiviert damit für die kommenden 4 Wochen den spirituellen Bereich eures Horoskops. Es kann sein, dass ihr dann öfter mal das Bedürfnis nach Rückzug verspürt, trotz aller Liebesaufregung. Das ist auch gar nicht so schlecht, denn dann könnt ihr euch sammeln und sortieren und solltet auch ruhig intensiv auf eure innere Stimme lauschen. Die wird euch nämlich genau verraten, was gut für euch ist und was nicht. Ihr müsst nur drauf hören. Und das wird nicht immer einfach, denn wie gesagt, der Sommer wird extrem heiß und steckt voller Liebesüberraschungen. Auch beruflich habt ihr einige Herausforderungen zu schultern. Deshalb sorgt dafür, dass ihr in eurer inneren Mitte bleibt und lasst euch von niemandem unter Druck setzen und zur Eile antreiben. Ihr habt ja jetzt für die kommenden Monate den Mars in eurem Partnerhaus, und zwar insgesamt bis zum 15. November. Und das zeigt Begegnungen mit Menschen, die euch herausfordern wollen, sei es nun in erotischer Hinsicht oder auch was euren Job anbetrifft. Das bringt möglicherweise gute Gelegenheiten mit sich, aber das lässt sich nicht immer gleich auf Anhieb beurteilen. Besonders, weil der Mars in eurem Partnerhaus auch noch rückläufig wird. Das bedeutet, dass es sich Menschen nochmal anders überlegen oder sich nach anfänglicher Begeisterung zurückziehen oder eine Sache, die sie mit euch angeleiert haben, nicht mehr weiterverfolgen. Und diese Phase beginnt in der Nacht zum 27. Juni und dauert bis zum 27. August. Zwischen dem 11. September und dem 15. November kann all das, was im Sommer vielleicht zum Erliegen gekommen ist, nochmal einen Aufschwung erfahren. Deshalb stellt euch darauf ein, dass partnerschaftliche Angelegenheiten erstmal nicht verlässlich sind, aber doch noch einen guten Ausgang nehmen können. Man muss dann nur diese Phase mit Geduld abwarten und darf sich eben nicht in Sachen reinziehen lassen, die einen Verlust oder Herzschmerz mit sich bringen. Am 29. Juni wechselt der Merkur dann ins Zeichen Löwe und das sorgt dafür, dass die Aufregungen für euch auch Anfang Juli nicht abreißen. Stellt euch also auf einen heißen Sommer ein. Das waren eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebes- oder Finanzsituation entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um zu erfahren, wo der Wind des Wandels mit Uranus jetzt durch euer Leben weht. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Darin erfahrt ihr, welche aufregenden Veränderungen mit Uranus für euer Leben anstehen. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten, konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch unbedingt mein Special über Uranus an, Wind des Wandels. Und, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch meine Videos über Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.